kapert oder so. Ich ertappe mich oft dabei, wenn zum Beispiel der Rückruf klappt, dass ich mich freue darüber, ah, das hast du super gemacht. Und dass es vielleicht gar nicht so oft notwendig wäre, wie ich das da mache. Im Sinne von bestätigen, das funktioniert super, solange ich ein Leckerchen reinschmeiße. Und wenn ich das nicht mehr mache, dann steht er vor dem Auto und sagt, ja, wozu soll ich denn rein? Deshalb gehen wir jetzt da nochmal mehr in die Tiefe, damit ihr das besser selbst nachvollziehen könnt, als noch einen Tipp mehr aus dem Internet einfach abzuholen. Ich mache mit euch nicht eine ganze Trainerausbildungsgeschichte hier, aber dass man trotzdem so ein bisschen wovon reden wir überhaupt. Wie lernt überhaupt der Hund? Aber im Umkehrschluss, zum Ableinen, wäre dann im Umkehrschluss das Anleinen ja schon wieder im Begrenzen und Einschränken. Empfindet es der Hund dann als angenehm oder unangenehm? Wenn das Sicherheitsthematik beim Mensch ist, kommt wieder aufs Rollenverständnis drauf an. Weil man muss es sich schon zwei, drei Mal mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, was ist da genau gemeint damit. Und je mehr man sich da in das Ganze rein vertieft, merkt man eigentlich, das sind manipulative Formen. Wir manipulieren ein Verhalten. Also Manipulation kann auch nett gemeint sein, aber es ist trotzdem eine Steuerung eines Verhaltens, wie eine Marionette, eine Dressur eben. In der Kindererziehung, ich habe ja früher auch mit kleinen Kindern gearbeitet und meine Ausbildung gemacht, dass es schon dazu mal diskutiert worden über dieses bedingungslose Grundbedürfnis erfüllen. Also bedingungslose Liebe, das ist sicher allen ein Begriff. Es ist ein bisschen vergleichbar, wenn wir beim Kind auf Liebesentzug gehen. Und das kann rechte Schäden hinterlassen in der Bindung und in der Beziehung. Oder wenn wir zum Beispiel für Leistung Liebe bekommen oder Aufmerksamkeit oder Zuwendung. Zurück zu Angela, zu dem, was sie gesagt hat. Das ist jetzt das Interessante an der Diskussion. Weil für mich gibt es nicht einfach schwarz und weiß. Ich glaube, das ist auch der Grund, wieso das Thema so wahnsinnig triggert. Weil es gibt nicht einfach richtig und falsch, oder? Es ist eine mega Gratwanderung, auch von den Empfindungen her. Das ist High-End. Das ist eher so eine blöde Situation. Das ist ein bisschen eine blöde Situation, weil ich sage dann so quasi ein bisschen... Ich sage euch nicht, wie das geht. So ein bisschen fies. Nein, ich helfe nicht mit, ich sage euch das nicht. Natürlich können wir das anschauen, wie konditionieren wir sowas auf. Und dort, das musst du dann aufkonditionieren, wenn die Basis nicht da ist, bleibt dir nichts anderes übrig, weil dann musst du das aufkonditionieren. Und wieso bin ich da aus dem Spiel raus und sage, da helfe ich nicht mit? Weil ich sage, ich würde euch dann eine falsche Sicherheit vermitteln. Ihr habt dann das Gefühl, boah, ich habe meinen Hund im Griff. Boah, der kann dann auf Distanz Sitz machen. Mega eindrücklich. Ich meine, ich habe auch Videos, wo ich meinen Hund auf 20 Meter oder 50 Meter sitze und dann setzt er sich hin. Wow. Ja. Ich bin früher auch darauf reingefallen. Das ist wahnsinnig eindrücklich und spektakulär, aber das bringt euch schlichtweg nichts. Und wir haben das Gefühl, das müssen wir trotzdem auch ansprechen. Wie sehr haben die das Gefühl, ich habe meinen Hund im Griff. Das eine ist, ja, wir wollen Sicherheit für unseren Hund und Sicherheit für die Umwelt gewährleisten. Aber gibt es uns nicht auch noch irgendwo ein Stück weit ein Machtgefühl, wenn wir ganz ehrlich sind? Wir können ein Lebewesen kontrollieren und steuern. Das ist bei jedem, der ein Pferd reitet oder einen Elefant, ein Kamel oder einen Tiger dressiert, oder? Nein, die Frage ist beantwortet schon. Wo ich noch nicht so recht weiß, wie komme ich dann dahin? Weil Bellona ist ja relativ einfach, das kannst du 20 Mal hintereinander machen. Aber wie... Der Weg zu der
zu dieser ganzen Beziehung. Ist ja nicht einfach so von 0 auf 100, sondern es braucht viel Zeit. Man muss an den richtigen Baustellen arbeiten, man muss wissen, welche die richtigen Baustellen sind. Und für mich noch so das Unbekannte, wo ich noch verunsichert bin. Ja, du sagst richtig. Und du sagst es richtig. Es gibt einen kurzen, schnellen Weg und es gibt einen längeren, vielleicht schwierigeren, aber von mir aus gesehen, einen nachhaltigeren und faireren Weg. Und es gibt Hunde, die helfen mit einem kurzfristigen Weg und zeigen kurzfristige Erfolge. Das sind die, die man dann immer neidisch ist und denkt, wieso geht es bei mir nicht, weil es gibt einfach Hunde, bei denen geht das nicht. Die helfen einfach nicht mit, die machen dir einfach den Stinkefinger. Kennen wir, oder? Also ich habe immer nur solche Exemplare gehabt. Und die haben mich gezwungen, hinzuschauen. Gezwungen, weil du kannst nicht anders. Oder sonst gibst du ihn ab. Wahnsinnig philosophisch. Aber was mache ich denn jetzt, wenn ich auf dem Feld stehe und Situation XY ist? Dann wird halt auch wieder die sagt, schätz dich ein, schätz deinen Hund ein. Oder lass dich einschätzen und schau dann dementsprechend, wie kann ich das ganze Setting gestalten, das Management machen, dass ich Situationen schaffe, die wir beide leisten können, die ich als Mensch dem Hund bieten kann, was er braucht, und wo mein Hund, Beispiel, vielleicht dürfen wir das sagen, Wally, wo wir gesagt haben, ich würde nicht die Runde ums Haus machen, aus den genannten Gründen, welche wir zusammen besprochen haben, aus diesen Gründen, sondern ich würde vielleicht nicht mehr in dieser Form mit dem Hund spielen, aus der Beziehungskonstellation und aus dem Alter, das er jetzt hat, Hormonlage und so. Dort würde ich ansetzen und überlegen, und das ist der erste Schritt, ich gebe vor, ich habe einen Plan, ich verstehe das Setting, und das ist sicher ein Teil, Wissen aneignen. Die Frage ist immer, welches? Das Netz ist platschvoll von Informationen. Und ich habe einfach festgestellt, bei denen, die den ersten Hund haben und sich voll und ganz auf diese Philosophie einlassen können, die haben dann die besten Erfolge im Moment. Und die sich kreuz und quer und krüsimüsi orientieren und da ein bisschen probieren, da, überall alles, die haben am Schluss ein Durcheinander im Kopf. Und du weißt am Schluss nicht mehr, wo dir der Kopf steht.